Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops 6. Bin gerade nicht in Stimmung. Na, ich auch nicht. Nein, Spaß. Ich bin in Stimmung, denn wir machen weiter für die nächste Mission, und zwar Entstehung. Uncle Sam hat in Kennedy was Besonderes gebracht. Bevor das Geheimrezept bekannt wurde, wir gehen vor Ort und herauszufinden, was da los ist. Gut. Wir bekommen als Belohnung irgendeinen Sticker. Aber ich will keinen Amerika-Sticker. Adler glaubt, dass Pantheon Zugriff auf eine Forschungseinrichtung namens Advanced Technologies and Applications hat. Klingt beeindruckend. Liegt in Ost Kentucky. Von außen ist das Gebäude mit Cosper Solutions benannt. Doch dahinter steckt eine andere Geschichte. Sieht ziemlich abgelegen aus. Nichts als Wälder und Hügel. Wir sollten ein paar Meilen entfernt parken und den Rest laufen. Drinnen ist der Flügel mit der Biotechnologie unser Ziel. Adler glaubt, dass die Wiege von dort stammen könnte. Wir müssen wissen, was das Ding anrichtet. Hast du nicht gesagt, Adler hat einmal gearbeitet? Kurz. Vor etwa 10 Jahren. Er erwähnte ungewöhnliche geheime Programme mit menschlichen Probanden. Dann wurde der Ort nach einem Zwischenfall geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Die Wiege. So sieht es wohl aus. Seth, wie sieht's bei dir aus? Ich suche noch einen Weg rein. Die nördlichen Türen sind versiegelt. Bei dir? Case und ich sind drin. Südtür, Nebeneingang. Sieht aus, als ob hier vor kurzem jemand durch ist und den Lastenaufzug benutzt hat. Die Kette ist kaputt. Okay. Masken auf. Hab ich. Gut. Geh mal in den Chemikalienraum. Da wird's voll sein. Hoffentlich werden wir nicht unter Drogen sein. Ja. Gut, das ist ein bisschen eng. Aber ich bin drinnen. Oh! Hey. Oh! Fuck, fuck. Scheiße. Alter. Okay, warte, ich komm. Festhalten, ich hab dich. Oh, nein. Scheiße! Ja. Fuck, ich muss einen anderen Weg finden. Ja, scheiße. Nicht die Maske aufsetzen. Okay, die ist kaputt. Ja, dann ist ja egal. What the fuck? Ah, ist okay. Ich hab vielleicht was Fieses eingeatmet. Nun, du lebst noch. Das ist doch was. Seth und ich suchen einen anderen Weg nach unten. Ich sag Bescheid, wenn wir drin sind. Wenn ich jetzt unter Drogen bin? Such du einen Eingang zur Biotechnologie. Dann weißt du warum. What the fuck? Sei vorsichtig. Versuch weiteren Kontakt zu vermeiden. Was auch in der Luft ist. Wir wissen nicht, wie viel von deinem Mann konsumiert ist. Zum Fick. Case, chill. Case. Oh Gott, oh Gott. Kommen wir hier raus? Ich will hier raus. What the fuck? Finde ein Werkzeug, um das Schild zu öffnen. Okay, Case, jetzt chill. Hä, waren da nicht gerade Puppen? Ah ne, hier sind die Puppen. Hier ist alles gut. Alter, wird das jetzt hier ein Horror-Game? Ich hoffe mal nicht. Oh, what the fuck? Okay, es wird ein Horror-Game. Chill-Game. What the fuck? Da klopft ja die ganze Zeit jemand. Alter, auf einmal Horror-Game. Ist das noch ein COD? Eigentlich will ich das nicht aufmachen. Okay, bisher ist gut. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. What the fuck? Okay. Was ist das für eine große Anlage? An alle Mitarbeiter und Besucher, ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Alter, ist das jetzt hier Bioshock? Das ist keine Übung. An alle Mitarbeiter und Besucher. Ein Gefahrenstoffzwischenfall wurde festgestellt. Wo muss ich lang überhaupt? Hier oben? Dies ist keine Übung. Biotechnologie gesperrt. Das war so klar. Für Zugang und Sicherheitsdienst, wenn... Alter! What the fuck? Oh mein Gott! Verpisst euch! Sind wir jetzt hier im Zombie-Mode? Okay. Hey Leute, willkommen bei COD Zombies.
Junge, was ist denn jetzt auf einmal los mit der Kampagne? Aber irgendwie geil. Dieses Spookyhafte ist für dich. What the fuck, mit wem rede ich? Hier klingelt ein Telefon. Hallo? Schön, dass wir uns wiedersehen, Case 1. Wie fühlst du dich? Case 1? Wir weisen darauf hin, dass der Großteil der Einrichtung für Patienten gesperrt ist. Wir bitten um Verständnis. Ist das eine Nervenanstalt? Ich glaube, wir sind bei so einer Nervenanstalt. Technologie gesperrt. Sicherheitsfreigabe 4 erforderlich. Okay. 4 Direktor Zugangskarten erforderlich. Na super. Wir haben eine Map. Okay. Und die ist noch nicht mal richtig aufgedeckt. Oh Gott, wie soll ich die denn finden? Ich glaube, ich bin im Drogenrausch oder so. Ja, moin. Ich glaube, wir gehen erstmal hier bitte zu Geld. Die Einrichtung geordnet verlassen. Weg das Erinnerung. Wir dachten, wir würden diesen Ort nie wiedersehen. Also ist das ist die richtige Treppe. Ja, ich weiß, dass es die richtige Treppe ist. Also sind wir in der Nervenanstalt. Und Case war anscheinend ein Patient von dieser Anstalt. So, wie ich das mir gerade denke. Ort gefunden. Warte, da... Kampfforschung? Was? Die Wiege kann uns nichts mehr anhaben. Wir sind etwas Besonderes. Oh, Geld. Etwas Besonderes seit unserem ersten Kontakt mit der Wiege. Vor 10 Jahren... Code dekodieren. Jede Zahl des rätselhaften Codeworts entspricht einem Buchstaben des Codes. Gib das richtige Wort oder die richtigen Wörter ein, um den Code zu knacken und auf das System zugreifen zu können. Okay. Ach, das ist einfach. Das ist halt dieses Alphabet von Cäsius. Cäsars. Meine Güte. Z. U. Zugang wahrscheinlich. Oder? Ja, Zugang. Nee, Zugang nicht. Quatsch. Warte mal. Die 8 ist ein R. Zugriff. Jetzt weiß ich. Zugriff. Oder wird Zugriff mit Doppel-F. Wo ist das F? 9 ist es L. Luke. Hey, ich bin ja auch im Spiel. Das ist ja schön, dass sie auch an mich gedacht haben. Wo ist das K? Da bin ich blöd. Oder nicht Luke? Nee, Quatsch. Nicht Luke. Zugang, Luft. Die 4 ist ein I. Lift. Ah. Ich dachte an Luke. Guten Morgen. Willkommen bei der erweiterten Kampfforschung. Was für eine Kampfforschung? Welche Ziele getestet? Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass im Testbereich zu jeder Zeit Sicherheitsausrüstung zu tragen ist. Ich glaube, ich werde hier getestet. Case, kannst du Probleme mit dem Funk haben? Ist schon seit einer Weile still. Case, kannst du mich hören? Okay, weitere Zombies. Ist das jetzt hier wie in Portal, dass ich hier nur getestet werde? Ah, oh, da ist die Karte. Gib mir sie her. Und dann nehmen. Was ist das hier? Ein Wurfhaken? Eine Wurfhakenkanone. Das ist geil. Grappling Hook. Oh Gott, oh Gott. What the fuck? Auf einmal Stranger Things oder so. Puh. Alter. Oh, oh, oh. Okay, das ist nicht mehr COD. Die Mucke ist geil. Wie töte ich das Ding? Was kann ich hier? Oh, das Geschütz. Oder? Einfach mal hier hinstellen. Piss dich. Und hier ist eine Waffe. Hier. Schnell weg.
Kann ich hier machen? Lift außer Betrieb. Okay, Lift außer Betrieb. Da komme ich wahrscheinlich zurück. Wahrscheinlich bilde ich mir das so ein und eigentlich kämpfe ich hier nur gegen Pantheon-Soldaten. Warum mache ich keinen Schaden? Ah, jetzt ist die Helfbar da. Ich bin noch nicht tot. Mal kurz das Movement hier weiter benutzen. Ich habe hier noch ein Geschütz, das ist gut. Okay, ich wollte nicht den Zombie-Modus spielen, aber anscheinend spiele ich den jetzt unbewusst. Ich habe keine Muni mehr. Aber hier ist eine Schrotflinte. Das ist gut. Hey Jungs. Chill. What the fuck? Ich konnte nicht mal rennen. Ah, ich hätte meinen Kletterhaken benutzen sollen, ja. Ach, verdammt, jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. Okay. Dieser Scheiße wabert überall rum. Hier scheint alles toxisch zu sein. Glaubst du, das Zeug kann so schaubig? Warum musst du sowas erwähnen? Jungs, ihr könnt auch mal hier runterkommen und mir helfen. Die Kletterhakenplattformen sollten bei Nichtbenutzung abgerissen. So, jetzt nehmen wir hier nochmal den Kletterhaken. Ja, komm, raus mit dir. Ja, ja, böses Monster, hallo. Drück Q. Und weg. Okay. Bleib jetzt hier oben. Okay. Oh. Hier ist eine Waffe. Gleich die andere. Wer es in die erweiterte Kampfforschung geschafft hat, kann sich an Freunde in hohen Positionen. Und die sind vermutlich mit einem der modernsten Werkzeuge dorthin gekommen. Dem Greifhaken. Ja, der Greifhaken ist schon echt nützlich. Kann man den dann noch im Multiplayer spielen? Gibt's auf jeden Fall nochmal eine Erfrischung. Hier kommen auch noch ein paar Granaten. Chill mal. So, Mann. Ach, ich sehe es jetzt. Der Wurfhaken. Oder der Greifhaken, der ist, der ist so eine Taktikausrüstung. Scheiße. Drück. So. Ich glaube, auf dem Controller ist es dann noch einfacher zu benutzen. Okay, er ist tot. Meine Güte. Mal eine Karte. Und das war erst eins davon. Arbeit. Noch drei Schlüsselkarten. Okay, wie komme ich hier überhaupt raus? Schon nach oben. Ah. Ah. Danke. Ist sehr hilfreich. Wir sind stärker und schneller als die anderen Kays. Dafür wurde die Wiege ursprünglich entwickelt. Also sind hier mehrere Kays. Also ich bin anscheinend ein Subjekt. Es gibt anscheinend mehrere von mir. Alter, ist das komisch. Hey, chillt mal. Ich muss hier was reinstecken. Na, komm. Direktorzugangskarte akzeptiert. Guck mal, ich kann die auch an mir anziehen. Oder doch nicht? Ah, jetzt. Boah! Voll brutal. Ist ja wie ein Doom. Okay, warte. Ja, dann gehen wir Richtung Rot. Schnell weiterlaufen.
Aber die rennen schon hinter mir her. Gut. Einfach Bioshock. What the fuck war das gerade? Kognitionsforschung. Jemand hat was Wichtiges in der Tauchkugel vergessen, Case. Tauchkugel öffnen. Finde ich das wirklich? Oh. Fuck. Kontrollraumzugangstor geöffnet. Nein, ich will da nicht rein. Das Wasser muss abgelassen werden. Okay, wie mache ich das? Hä? Ach, da von oben. Mann, ich habe da meinen Rufhaken. So. Wie machen wir das Wasser weg? Haben wir irgendwo eine Konsole? Ich glaube, ich rüste mich erstmal aus. Okay, ist noch eine Waffe? Die nehmen wir doch. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier runterschwimmen. Kann ich hier nicht einfach die Karte nehmen? Hier, die hängt doch hier. Die hängt innen drin. Ist das ekelhaft. Wo ist der Scheiß, wo ich das ausmachen kann? Hier oben. Oder ist es hier unten noch? Nee. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Es muss doch unten sein. Oder? Weil hier habe ich nichts gefunden. Nee. Gucken wir nochmal unten nach. Wo kann ich hier irgendwas ausschalten? Vielleicht dort? Hier kann ich durchschwimmen. Oh Gott. Das wird knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay. Hallo, werter Besucher. Willkommen in der Kognitionsforschung. Hier weisen moderne Neurowissenschaften und Psychologie den Weg in die Zukunft. Es ist halt wirklich wie ein Portal. Nur halt mit Zombies. Können wir hier das Wasser abpumpen? Atlasschalter 1, 2 und 3 entriegelt. Überbrückung eingeleitet. Jetzt haben wir doch bisher Überbrückung. Was soll das bedeuten? Was? Ich brauche hier einen Code. Warte mal, ich kann hier meinen Schwarzen nicht benutzen. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz zurückgesetzt. Ah, muss ich währenddessen jetzt die Tür... Gib nicht auf, Case. Nee, ich muss wahrscheinlich zuerst die Tür hier öffnen. Okay, 7, 5, 8, 9 vielleicht? In einer anderen Reihenfolge. 9, 8, 5, 7... 8, 5, 7, 9. Ach, das ist richtig. 8, 9, 5, 7. Nee. 8, 7, 5, 9. Okay. 8, 7, 9, 5. Ja. Gut. Dann, wenn wir hier... Ja, hier müssen wir irgendwas abstellen. Wahrscheinlich den Hebel ziehen, während der Überbrückung. Also, wir machen nochmal die Überbrückung an. Zack. Atlasschalter 1, 2 und 3 entriegelt. Jetzt machen wir hier. Überbrückung eingeleitet. Noch 25 Sekunden. Ich hab doch angemacht. Oh, vielleicht müssen wir rüber. Ah ja, da. Warte mal, mit dem Wurfhaken. Schnell. So, rüber. Noch und hier auch nochmal anmachen. 5, 4, 3, 2, 1. Klappt's jetzt? Manuelle Überbrückung beendet. Sequenz zurückgesetzt. Nee, Outfloor, ich hab irgendwas vergessen. Also, wir machen's nochmal. Manuelle Überbrückung anmachen? Da. Atlasschalter 1.
Ah, hier drinne. Eins. Überbrückung eingeleitet. Zwei. Noch 25 Sekunden. Und der vierte. Überbrückung erfolgreich. Jawohl. Ablassen aktiviert. Ja, jetzt geht auch das Wasser runter. Erinnerst du dich an die Tests in der Tauchkugel? Nach der Behandlung mit der Wiege versuchten sie uns zu perfekten Soldaten zu formen. Sie wollten die Mauern in unseren Köpfen und Körpern einreißen. Was sind das denn für... Was sind das für Psychopathen? What the fuck? Oh oh. Oh oh. Jetzt müssen wir gegen den Großen kämpfen. Integrität der Tauchkugel beeinträchtigt. Bitte sofort den Oh oh. Oh fuck. Der ist wütend. Eieiei. Alter, wir spielen halt wirklich gerade Doom. Oh, verdammt nochmal. Hey, willkommen bei Doom. Du hast uns hängen lassen. Ich hab hier gar keinen hängen lassen. Warum, Case? Aber ich bin selber hier in Gefahr. Du hast uns hängen lassen. Ich bin ein netter Mensch. Warum, Case? Oh Gott, das sind alles so Marshals, die mich hier verfolgen und töten wollen. Hab ich irgendein... Ich hab nur Granaten. Ich hab nicht mal Granaten. Ich hab gar nichts. Was ist jetzt passiert? Ich zette dich. Oh, da unten ist jetzt Elektro, da dürfen wir nicht ran. Okay. Du. Müssen wir noch mehr aufpassen. Aber ist geil, ist geil. Ich zette dich. Ja, ja, ich töte dich auch gleich. Und schnell hier rüber. Du. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Gott, oh Gott. Überspannung droht. Stirb. Ja, die Schrotflinte. Widersetz dich nicht! Ey, nein, nein, nein. Tu ich doch gar nicht. Geist. Ganz ruhig. Oh, Junge, jetzt verfolgen mich Atlas. Stirb. Warte mal, ich kann doch hier rein. Scheiße. Okay, das war doch nicht so eine gute Idee. Widersetz dich nicht! Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Gut. Du bist ein Niemand. Als ob ich dann direkt sterbe. Was ist denn das? Diese Zombies machen mich manchmal echt wütend. Da bist du einmal direkt tot. Wenn die dich einmal hitten. Oh, Junge, Junge, Junge. Gut, dann nochmal. Ja, ja, du bist böse. Ich hab's verstanden. Case, wo bist du gewesen? Ich war bei deiner Mutter. Alter. So, die Zombies gehen mir gerade richtig auf den Sack. Oh, hallo. Hab ich denn trotzdem Schaden bekommen? Ich bin noch ausgewichen. Überspannung Überspannung. Habe ich denn hier nicht noch irgendwelche... Ja, ich habe Munition. Ist gut. Ich muss halt wirklich konstant den Greifhaken benutzen. Weil sonst klappt das hier nicht. Zumindest gehen mir gerade keine Zombies auf den Sack. Das könnte sich gleich ändern. Ja, jetzt kommen sie alle. Ich tette dich! Stop. Kurz rüber. Nachladen. Und hier rüber. Einfach hin und her. Wo hab ich gerade hingeschossen? Stop. Nein, nein, nein. Nicht im Wasser sein. Das ist ein bisschen blöd. Überspannung.
Widersetz dich nicht! Ralph Hagen! Widersetz dich nicht! Du bist ein Niemand! Okay, ich hab nur eine rote Helfbar. Widersetz dich nicht! Ah, schnell weg da! Alter! Warte! Stirb! Nein, ich hab keine Muni mehr. Jawohl! So, bist du down. Puh. Noch eine Schlüsselkarte. Zwei fehlen noch. Ich will hier raus. Das Wiegeprojekt ließ uns im Stich, Case. Wir waren außer Kontrolle, gewalttätig, wahnsinnig. In unserer Wut haben wir diese Einrichtung sabotiert. Haben sie mit dem Gift verseucht, das auch in unseren Adern fließt. Weißt du noch? Digga, dieser Drogenrausch, jetzt verfolgen mich hier irgendwelche alte Wutz-Knechte. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Dieser Raum wurde wohl durchsucht, durch schwer zu sein, Mann. An manchen Stellen ist der Stadt hier dennoch. Trotzdem schon was her. Direktor-Zugangskarte erforderlich. Hast du die Schlüssel? Mann, geht doch mal hier weg. Gut, jetzt hier der Rote. Direktor-Zugangskarte akzeptiert. Noch zwei Stück. Gut, das ist aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen bei dieser chaotischen und komischen, ungewöhnlichen Mission. Haut rein. Ciao, ciao.